Hallo, meine lieben Leute und willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder hier in War Thunder und diesmal mit dem Leopard 1. Der ja erste eigentlich moderne Panzer, den man im deutschen Tech Tree eigentlich so bekommen kann, würde ich sagen. Ich schau kurz nach. Der wurde nach oben gestuft. Das fällt mir jetzt gerade auf, der war früher 7.7. Ich schwöre es euch. Der war 7.7. Ja, die haben den einfach hochge... Alles klar. Gut, ist halt anscheinend noch unnötig jetzt, weil er hat ja nicht mal einen Stabilisator und jetzt ist er sogar auf 8.0. Geil. Jetzt erstmal gegen 9.0 spielen. Bei einem fetten Abtier. Sehr cool. Danke dafür, War Thunder. Ja, naja. Aber was soll ich sagen? Ich habe mir hier einen geilen Skin rausgesucht für ihn diesmal. Habe ich im Skin Marketplace, wie auch immer, Skin auf dieser Skin-Website im Internet gefunden. Ein cooler FIFA-Skin. Da, keine Ahnung, wer die Nummer 13 hatte, da früher, der gespielt hat, fragt mich nicht, keiner. Also, wegen 2013 drum, glaube ich. Da war, schätze ich mal, die WM, was ich gelesen habe. Egal, bei der Info, komplett Wurst. Da oben haben wir einen kleinen Bierkanister oben. Ja, kleinen Provianten, wer braucht schon diese... Was wäre das? Ich glaube, Nachtsicht. Wer braucht die schon? Da bei den Seitenspiegeln hier die Deutschlandflagge und hinten noch My Game is Fairplay, so wie immer. Ja, finde ich richtig geil, der Skin. Ist mal was anderes, nicht so, keine Ahnung, 0815 Historical Sachen. Sind auch cool, aber ich finde sowas ist noch um einiges cooler. Oder so Ferrari Skins für den M18. Bei dem Video zum Beispiel, das ich gestern hochgeladen habe, da seht ihr den Skin. Der ist auch richtig cool. Ja, aber was gibt es zu dem Ding zu sagen? Er hat eine 105mm Kanone, eine britische, die, ja, nicht schlecht, aber auch nicht ganz überragend gut ist, hat kein APFSDS, nur APDS, nur normales, aber auch HeatFS mit 400mm reicht normalerweise aus, mehr als aus eigentlich, aber ist halt jetzt auch nicht so überragend gut, muss man sagen. Die Hash ist eigentlich besser als gedacht, weil ich kann mich noch erinnern, da hat es ein Event gegeben, wo man so 2 gegen 2 gespielt hat und da hat es den Leopard einmal gegeben, da hat also jeder einen Leopard gehabt und da war es richtig OP mit Hash zu spielen, weil die einfach überall durchgekommen ist. Also da auf der Seite, da auf der Seite, wenn man da gut getroffen hat, hat er gewonnen, also hat die gewonnen-hitted. Keine Ahnung, wie die gegen andere Panzer so, ja, wie es die so gegen andere Panzer drauf hat, aber ich würde eher die HeatFS mitnehmen. Keine Ahnung, APDS, ich habe nicht so gute Erfahrungen mit der. Drum, ich nehme normalerweise immer HeatFS mit. Panzerungstechnisch, hier hat eigentlich eine recht, ja, 130mm ist nicht wenig, aber reicht gar nicht aus für nichts eigentlich auf dem BR. Da kommt alles durch, selbst viele Flakpanzer kommen da durch, zum Beispiel der, wie heißt der nochmal? Mann, ZSU-57-2, der kommt ziemlich sicher durch, ich schaue nur kurz nach. 151mm, der säbelt durch. Also, ja, man hat keine Panzerung. Man sollte immer zuerst schießen, dafür ist er verdammt schnell. Das ist wirklich der größte Vorteil von dem Ding. Er ist wirklich verdammt schnell. Nachladezeit ist auch eigentlich, ja, semi-lang. Geht eigentlich, ist auch noch im Rahmen, kann man sagen. Und ja, 2 MGs. 2 schnell schießende MGs. Ja, dann würde ich sagen, lasst mir vielleicht ein Like, Abo, Kommentar, irgendwas da. Würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn euch das Video gefallen sollte oder ihr meinen Kanal auch damit unterstützen wollt. Und wir sehen uns einfach gleich in der Schlacht. Wisst ihr, es überrascht mich eigentlich gerade selber das zu sagen, aber ich freue mich gerade eine Wintermap zu haben, weil der Skin passt perfekt dazu. Der passt perfekt. Schön weiß-schwarz, das verschmilzt richtig mit der Gegend da. Richtig gut eigentlich. Haben wir hier schon einen Gegner? Schaut mal nicht so aus. Fahr mal so hin. Und wart vielleicht mal kurz. Und was ich euch auch noch zeigen kann. Ich warte nur kurz. Okay, kommt eh keiner. Hier hinten auf dem Kühlergrill. Seht ihr das? Das ist ein Grill eigentlich. Würstchen und Kotelett, so wie es gehört. Naja, ist jetzt ein bisschen kalt. Also eher mehr gerade. Ja, semi-warm wahrscheinlich dort. Aber egal. Sind jetzt nicht so durch, aber kann man trotzdem fressen. Komplett egal. Ja, klar, genau.
Wow, das war knapp. Und da ist noch irgendwas. Oh, fuck, war das knapp. Das war der Gunner, sehr gut. Hallo. Wie kannst du... Oh, das... Fuck, komplett vergessen. Das sind ja die Modern-Panzer, modernen. Die können auch zurückschießen, wenn man den Gunner getötet hat. Komplett darauf vergessen. Also der Commander kann da noch schießen, so. Mich wundert es, dass ich das gerade ausgehalten habe. Ich will nur kurz schauen. Sehe ich, wo der hingeschossen hat? Nö. Naja, egal. Oder? Hä, das muss ich doch sehen. Ah, da! Wie hat der nichts gemacht? Die Platte ist echt nicht stark da unten, muss man sagen. Wundert mich, dass der nicht durchgekommen ist. Ist da noch was? Nö. Leere. Nehmen die Gegner B jetzt ein. Ich meine, es ist noch kein Team mehr dort. Ja. Erstmal Arti drauf. Ich weiß nicht, ob sich das noch ausgehen wird. Hätte ich schon früher, glaube ich, placen sollen. Ich meine, außer er, wer immer das gerade einnimmt, replenisht irgendwas. Also holt sich ein neues Besatzungsmitglied oder sowas. Bitte, bitte nicht. Ja, es ruckelt wieder leicht gerade, fällt mir auf das Spiel. Eh nicht gerade so hart arg, meine ich. Also ich hoffe, das merkt man eh nicht so. Fragt mich nicht warum. Wahrscheinlich wird wieder gecryptomined im Hintergrund bei mir im PC, aber ja, egal. Wovon ich leider nicht profitiere, weil das irgendwie, keine Ahnung, entweder ein Inder oder ein Russ ist, der das macht. Oder ein Chinese, gibt's auch. Gibt's auch so Zentren auch. Ah, klar, ein Olifant. Klar. Kauf ihn dir halt. Der kostet, glaube ich, echt viel. Also, der hat Geld ausgegeben dafür. Der hat sicher 30 Euro oder so, schätze ich jetzt mal, ausgegeben. Nur für einen Panzer ist halt das Ding. Und nicht mal irgendwie... Oh, fuck, da fängt schon wieder an. Da fängt schon wieder an. Wie weit wird das weg sein? Kam nicht hin. Wehe, diese Rakete zieht es rüber. Es war so klar, es war so klar. Du harter Hund. Krepier doch endlich. Ich hasse Helikopter, wirklich. Das war viel zu knapp, das hätte er nicht treffen können, aber ja. Come on, Mann! Ich habe keine MG mehr. MG-Schüsse. Das hat gerade gar nichts gemacht. Komm, 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 komm. Okay, das hat was gemacht. Wirklich. Warum? Warum spielt man so? Was war das? Was war das? Ne, Ghost Shell wissen mich komplett. Habt ihr es gerade gesehen? Habt ihr es gerade gesehen? Die ging gerade komplett durch. Hä? Okay, er ist einfach nach hinten gefahren. Ich hätte schon gedacht, er ist einfach weg. Ja, aber erstmal richtig Ghost Shell. Danke dafür. Habe ich einen Rangefinder? Ja, habe ich. Ja, und trifft erstmal den beschissensten Spot, den ich treffen könnte auf ihm. Alles klar, sehr geil. Ich habe jetzt mal APDS mitgenommen, 5 Schuss zumindest, also jetzt echt nicht viel, aber halt bisschen, dass ich, also eigentlich nur als Hoffnung, dass ich vielleicht damit was gegen Helikopter tun kann, obwohl das halt überhaupt nichts gegen Helikopter ist, mir egal. Ich... Shit. Oh, shit. Oh, gut, 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 gut. Cannon Breach. Der hat zwar eine 20mm, aber die sollte nicht durchkommen. Das war der Driver. Ja, ich weiß, du kannst auch zielen, ich weiß. Du hast, wieso hast du, was ist das, Walross? Nee. Mann, Seelöwe? Ich glaube schon, oder? Seehund? Du Hund. Ja, okay, klar, der ist weg. Hier,
Da haben wir schon den Heli. Wow. Ja, es ist jetzt kacke. Bitte, 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 bitte. Irgendwer, irgendwer, bitte. Ist er noch hier? Er muss noch hier sein. 2 Sekunden. Das Dumme ist halt, der hat einen Stabilisator, ich nicht. Hat er abgesmoked? Hat der überhaupt Smoke? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er ist da. Gut. Ich hab so, also ich habe ich schon sowas getötet. Das Object 279. Den Eventpanzer, den hätte ich auch so gern gehabt, den hätte ich sogar fast bekommen. Aber dann hat es irgendwie doch nicht ausgereicht. Ich sehe nichts durch die Büsche. Einer. Sehen wir noch einen zweiten? Das ist sicher noch ein zweiter. Ricochet. Ja, klar. Irgendwas Britisches. Nicht so der Fan davon, dass der da steht, ehrlich gesagt. Ah, die stimmt. Stimmt. Ganz vergessen, ganz vergessen. Erstmal drauf. Nichts los. Okay. Ist der Brite weg? Oder ich glaube tot? Beziehungsweise ist überhaupt noch irgendwas? Irgendwie schaut ziemlich leer aus. Das ist ein Marder. Das ist ein Auto. Nö. Hätte jetzt nichts gesehen eigentlich. Oh. Oh oh. Okay. Schau, ich gehe wieder. Ist der nicht hinter mir? Okay, nö. Das ist der AMX, den ich da höre. Wodurch ist der Marder da gestorben jetzt? Wodurch? Hinter mir. Ich kann euch schwören, ich habe es gehört. Ja. Ja, klar, nur der Driver und er brennt nur. Oh, ich hasse es ohne Stabilisator. Ich hasse es. Und der ging komplett in meine Munition und ich explodiere. Ja, ich habe noch ein Backup, ganz vergessen. Hab gerade eigentlich schon mit der Schlacht und mit meinem Leben abgeschlossen, aber anscheinend noch ein Backup. Simon Breu habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Bin eben nicht aus Deutschland, also keine Ahnung. Anscheinend ein bekanntes Bier war. Wenn der das jetzt da, also wer ihn mit dem Skin gemacht hat, da drauf geschrieben hat. Und da hinten sehe ich noch diesen, wie heißen die Country Balls? Wie immer da die Deutschlandflagge, die rund, also diese, keine Ahnung, Deutschlandblob da hinten mit 2 Augen. Ich könnte so hart reiern. Schon wieder ein Helikopter. Ein russischer, glaube ich, ein Mi. Mi-4V könnte das so heißen. Ich glaube. Mi glauben. Mir aber auch irgendwie egal, was das für ein Heli ist. Ich hasse alle. Hab genau einen auch selber und kann mit dem auch nicht gerade. Okay, so gut umgehen. Im Hover-Modus geht das schon irgendwie mit den Raketen nach vorne zu schießen, aber irgendwie. Es ist. Also man kriegt jetzt nicht gerade die hart vielen Kills damit irgendwie. Sind halt irgendwie so. Ja, 2, 3 Kills. Und ja. Ah, und es war wieder der, der nochmal gespawnt ist mit seinem Object 279 mit einem fetten Stabilisator und einer 130mm Kanone, glaube ich, ist das auch noch. Ah, der ist wirklich OP. Der ist wirklich OP. Kann mir keiner erzählen, dass der ist OP. Oder zumindest echt, echt gut. Echt, echt gut. Aber ja. Ich würde sagen, ich lasse das Video mal für heute so stehen. Das war der Leopard 1.
Eher nicht normal, also eigentlich ein stabiler Panzer, ein moderner Panzer, also im deutschen Tech Tree. Aber jetzt, was ich eben gerade gemerkt habe, dass jetzt auf 8.0 hochgestuft wurde, ist das schon irgendwie dumm. Also, der war meiner Meinung nach schon auf 7.7 ein bisschen, ja, ausgeleiert. Also, da hat er schon ein bisschen gestruggelt, aber weil man sieht sich das an, da 7.3 mittlerer Kampfpanzer M7, wie auch immer M47, hat wie viel? 320 mm, aber dafür mehr Panzerung, meine ich. Während die halt das gleiche nur, also ja, seine Panzerung halt in Speed reinsteckt und dafür die Kanone vielleicht ein bisschen besser ist, aber warum 8.0, denke ich mir. Der hat keinen Stabilisator, warum 8.0? Der zwar auch nicht, aber der hat wenigstens Panzerung. Der nicht. Ergibt für mich gar keinen Sinn, aber ja, werden sich schon irgendwas gedacht haben dabei, fragt mich nicht was, aber egal. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst mir vielleicht ein Like, Abo, Kommentar, irgendwas da, würde mich wirklich freuen. Mein Kanal wird das auch sehr unterstützen und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Habt einen wundervollen danke natürlich, wie immer Tag. Und was ich auch noch sagen wollte, vielen, vielen lieben Dank für die 200 Abos. Freut mich wirklich sehr, dass wir die 200er-Marke jetzt sogar ja, wie soll ich sagen, getoppt haben. Geknackt, eher geknackt, ja. Freut mich wirklich, wirklich hart. Danke an jeden an euch da draußen. Es freut mich wirklich sehr. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.